Dazu Wilder im Interview mit Cameron Crowe: Warum zum Teufel mussten wir ihn sterben sehen, richtig? Also nahmen wir die Szene in der Gaskammer heraus. Das kostete uns etwa $5,000, weil wir das Ding hatten bauen müssen. Es war ein exaktes Duplikat mit zwei Stühlen. Es gibt zwei Stühle für den Fall eines Doppelmordes, damit sie beide Mörder gleichzeitig hinrichten konnten. Also blieb ein Stuhl leer. Es war eine sehr gute Szene, aber wir hatten schon alles gesagt. Einmal mehr hatten wir uns der Verdoppelung schuldig gemacht. Cameron Crowe: Es war ein mutiger Schritt, sich selbst eines schockierenden Endes zu berauben zugunsten einer ruhigeren Szene. Billy Wilder: Aber das Wichtigste war, dass wir schon gesagt hatten, was zu sagen war. Mehr ist in solchen Veröffentlichungen über Wilder zu diesem Thema nicht zu erfahren. Niemand hat ihn zu Lebzeiten danach befragt, welche metaphorischen Bedeutungen und Anspielungen in diesen Filmtexten enthalten sind. Sie haben nichts mit der ersten Bedeutungsebene zu tun, über die ein Interviewer wie Cameron Crowe hier im Jargon der Branche plaudert, mit dem Hinweis, es sei ein mutiger Schritt, sich selbst eines schockierenden Endes zu berauben zugunsten einer ruhigeren Szene. Der Dampf und der Qualm, die in ihrer Konsistenz dem Gas entsprechen, erhalten in Wilders Filmen mehrere Nebenbedeutungen. In Reporter des Satans steigt der Zigarettenrauch des Boulevardjournalisten vor einem Bilderrahmen auf. So wird ein Bild mit der flüchtigen Substanz parallelisiert. In Manche mögen's heiß klagt Tony Curtis als Joe über sein angeblich trostloses Liebesleben. Es ist, als ob man raucht, ohne zu inhalieren. Dann inhalieren Sie doch! In Sabrina muss der Patriarch Oliver Larrabee seinen Tabakkonsum vor seiner Frau verbergen, weil er ihm vom Arzt untersagt worden ist und versteckt sich deshalb zeitweise im Kleiderschrank. In Irma Ladus warnt Nestor seine Geliebte, die als Prostituierte arbeitet, vor den Folgen des Rauchens. Später spielt er ihr einen Freier vor, um sie vor den echten Kunden zu schützen. Zu seiner Verkleidung gehört eine Augenklappe und er begründet eine Verspätung damit, dass es auf dem Weg von London nach Paris Nebel gegeben habe. Irma entlarvt beinahe seine Maskerade, weil sie bemerkt, dass er seine Augenklappe auf der falschen Seite trägt. Ja, natürlich. Kein Wunder, dass es so neblig war. Im Dialog verbinden sich Nebel und das blinde Auge. In Buddy Buddy, Wilders letztem Film, belohnt sich der Auftragsmörder Trabucco nach jeder geglückten Tat mit einer Zigarre. Bringt man diese Szenen in einen Zusammenhang, so zeigt sich also, dass Wilder mit dem Rauchen mehrere andere Bedeutungen verbindet: Bilder, Täuschung und Mord, Beziehungen und Beziehungsprobleme, Sehstörungen. Major Kirby mag ein schwaches Auge haben, aber stockblind ist er nicht. Mein liebes Kind, Liebe ist immer so etwas wie eine Sehstörung. So kommen wir zu einem der Hauptmotive in Wilders Filmen: die Problematisierung menschlicher Beziehungen. Es wird sich zeigen, dass Wilder nicht nur realistisch von solchen Beziehungen erzählt, sondern auch die Beziehung der Zuschauer zu filmischen Figuren thematisiert. Denn obwohl wir filmische Figuren sehen, sind sie nicht anwesend. Es ist, als ob man raucht, ohne zu inhalieren. Betrachtet man die Verhältnisse von Menschen zueinander in Wilders Filmen, wird deutlich, dass sie von Uneigentlichkeit und Abwesenheit gekennzeichnet sind. Sehr oft geht es um Ehebruch. Das verflixte siebte Jahr basiert vollkommen auf diesem Thema. Ein Ehemann bleibt allein zu Hause zurück, während Frau und Sohn auf Urlaubsreise gehen.
und in der Wohnung über ihm zieht Marilyn Monroe ein, die für ihn die permanente Versuchung bedeutet. Schon der Major und das Mädchen stellt die Verlobung des Majors in Frage, der ein Auge auf das vermeintlich minderjährige Mädchen geworfen hat. Frau ohne Gewissen handelt von der geplanten Ermordung eines Ehemanns durch seine Frau und ihren Liebhaber. Sabrina bringt die Verlobung des Millionärssohns David in Gefahr. Der Millionär Frank Flanagan in Ariane hat nur vorübergehende Affären im Sinn und wird zu Beginn beinahe von einem betrogenen Ehemann umgebracht. In Das Apartment basiert die gesamte Handlung darauf, dass Bud Baxter seinen Arbeitskollegen seine Wohnung für heimliche Rendezvous mit ihren Geliebten zur Verfügung stellt. In Avanti Avanti entdeckt der Konzernchef Wendell Armbruster, dass sein Vater jedes Jahr den Urlaub mit einer heimlichen Geliebten auf der italienischen Insel Ischia verbrachte. Auch der Sohn verliebt sich dort in eine andere, während seine Ehefrau ahnungslos in den USA verweilt. Und dies sind nur die wichtigsten Beispiele aus Wilders Gesamtwerk. Die These ist also, dass es nicht nur ist, dass ob man raucht, ohne zu inhalieren, sondern dass die Hinwendung zu filmischen Figuren notwendigerweise imaginär bleibt. Wir sehen das Bild von Menschen, doch nicht die Menschen selbst. Dies ist eine der ältesten Fragen, die sich an Bildkulturen richtet, vom biblischen Bilderverbot und dem Tanz um das goldene Kalb bis zu heutigen Clashs der Kulturen, wie etwa der Zerstörung von Buddha-Statuen durch afghanische Taliban. Auf der metaphorischen Ebene werden die Menschenbilder des Kinos in Wilders Filmen zu Götzenbildern. Die weiblichen Stars sind es, die Wilder, vor allem in der Verkörperung von Marilyn Monroe und Audrey Hepburn, einerseits verführerisch und niedlich inszeniert, andererseits aber ihre Funktion als erotisches Phantasma radikal in Frage stellt. Einige Szenen in Ariane Liebe am Nachmittag sind besonders aussagekräftig. Wilder karikiert in dieser sentimentalen Komödie die Kindfrau Hepburn als Führerbild der Populärkultur. Durch eine Spielerei mit ihrem Namen, den sie ihrem Liebhaber verschweigt, bringt er sie unmittelbar mit Adolf Hitler in Verbindung. Was bedeutet das A hier auf der Tasche? Heißen Sie Anna? Nein. Annabella? Nein. Agnes? Nein. Alexandra? Nein. Antonia? Nein. Amanda? Nein. Adolf? Adolf? Tut mir leid, aber meine Frauennamen mit A sind ausverkauft. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Mr. Flanagan, dass es ganz bestimmt nicht Adolf heißt. Bitte, sagen Sie mir, was es heißen soll. Anonymer. Warum wollen Sie mir Ihren Namen nicht verraten? Was haben Sie davon? Wer Abschied nimmt, lebt, um woanders weiterzulieben. Und mehr noch, die Cellistin Ariane übt permanent die 88. Sinfonie von Joseph Haydn, worin der Zahlencode für Heil Hitler 88 für H als den achten Buchstaben des Alphabets enthalten ist. Die Frisur der Hepburn als Ariane erinnert in der Variante mit Kopftuch an einen Schnurrbart. Der Wirt in Irma Ladus hinwiederum trägt nicht nur einen Schnurrbart, sondern heißt auch Moustache. Die Bedeutung einer solchen Barttracht für die politische Ikonografie des 20. Jahrhunderts zu erläutern, erübrigt sich. Die Ironie Wilders im Umgang mit dem nationalsozialistischen Führermythos findet sich auch in anderen Filmen. So etwa in 1-2-3 im Verhalten der Frau des Coca-Cola-Funktionärs gegenüber ihrem Ehemann. Komm, Phyllis, versuch es erstmal. Ja, mein Führer.